Gang, Gang, Gang! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls euer Tag bis hierhin stressig und abgefuckt war oder ihr einfach einen richtigen Sch*t-Moment hattet, wie der hier. Oh Gott, der Arme. Aber ich würde es ihm auch nicht sagen, sondern mich an seinem Leiden ergötzen. Naja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, keine Sorge, ich bin für euch da und baller euch erstmal die nächsten Gehirnzellen weg mit paar lustigen Memes und TikToks. Uhu, let's go. Ich habe den peinlichsten Überfall auf einen Laden gefunden. Das hier sind die Aufnahmen von der Überwachungskamera und dort liegt so eine Geldbüchse. Ach du Scheiße, war das unangenehm. Oh nein. Wie er am Ende auch sauer geworden ist, weil es nicht geklappt hat. Och Mann, oh verfickte Scheiße. Was hatte er überhaupt vor? Wollte er die 7 Dollar dort klauen? Das hat nicht mal geklappt und am Ende hat er einfach nur diese 2 Pennymünzen in die Finger bekommen. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Wirklich peinlich. Gut auch, dass er es selber gemerkt hat. Geh einfach nach Hause, fang an zu arbeiten oder keine Ahnung was. Versuch legal dein Geld zu bekommen. Aber lass es sein mit den Überfällen. Du bist alles, aber kein Gangster, Räuber oder irgendwas. Und genauso peinlich geht es weiter. Original, das bin ich, wenn ich zu meinem Date sage, yo, yo, Shorty, du musst nicht laufen. Kein Problem, ich hol dich ab. Und dann pull ich so ab bei ihr. I don't know if we can do this. Doch, 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 das klappt. Wieso sollte das auch nicht funktionieren? No. Yeah, do it. Go. Yes, sir, genau so. Und dann sitzen mein Mädchen und ich so zusammen auf dem Fahrrad. Richtig gemütlich, sie klammert sich um mich. Richtig romantisch und wir radeln zusammen in den Sonnenuntergang. Do it. Go. I've got the whole thing. Oh, fuck. Yep. Ja, das ist nicht so geendet, wie das geplant war. Ja, hätte sie mal lieber auf ihr Bauchgefühl gehört am Anfang. I don't know if we can do this. Aber jetzt mal ernst gemeinte Frage. Wieso ist der Sitz so hoch? Hätten die den einfach ein bisschen runtergemacht, dann wäre alles nicht so passiert, wie es passiert ist. Denkt ihr, es gab noch ein zweites Date bei den beiden? Vielleicht liegen sie ja jetzt zusammen im Bett. In der Notaufnahme, im Krankenhaus. Ach ja, wo wir gerade so bei Dates sind, flirten, Romantik, dies, das. Gönnt euch mal den nächsten. Der weiß auf jeden Fall, wie man flirtet. Hey, ihr habt gemerkt, du schaust mich die ganze Zeit an. Ja, voll. Wieso schaust du mich auf an? Wieso schaust du mich an, habe ich dich gefragt. Original ein Banner-Zuschauer, wenn er das erste Mal mit einer Frau spricht. Aber trotzdem, einmal bitte Applaus für den Bruder. Er hat Frauen studiert und hat Endlevel Riz. Sin City was a mafia. Wir können uns alle eine Scheibe davon abschneiden. Werde ich mir merken, wenn ich das nächste Mal irgendwann in 2024 mit einem echten Mädchen reden werde. Ich bin schon ganz aufgeregt. Dieser Typ darf niemals einen Führerschein bekommen. Okay, you feeling good, girl? Okay, wie es aussieht, macht er hier gerade ein paar Prüfungen und Übungen, weil er mal Busfahrer werden will oder so. Aha, okay, get going. Oh. You killed police. Oh, ja, ach komm, fahr weiter. Passiert einmal und hoffentlich nie wieder. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, war ja auch nicht deine Schuld. Er musste ja über die Straße laufen. Alles gut, mach dir keinen Kopf, Bro. You killed police. Mm. Keep going. Hold on to the steering wheel. This is real. Oh, yeah. You gotta come get me. I'll look back to you for dead, man. Wie er der Polizei hinterher geschaut hat, hat mich gekillt. Die suchen ganz zufällig jemanden, der gerade eine Person überfahren hat. Yo, okay, Bro. Ich bete zu Gott, dass dieser Typ niemals den Bus fährt, wo mein kleiner Sohn später mal drinnen sitzen wird. Ja, und die Auswertung, ich meine, du hast sämtliche Regeln missachtet, bist die ganze Zeit zu schnell gefahren, hast dein Auto komplett zerstört und wahrscheinlich auch die gesamte Familie, die da drin saß. Und du hast halt jemanden komplett mitgenommen und überfahren. Aber sie sind eingestellt. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der neue Busfahrer. Du kannst direkt am Montag anfangen. Seine erste Fahrt am Montag, original so.
Why did bro steal his lunch? What the f***? Bro, was ist das denn für ein Typ, der auf diese Ideen kommt? Junge, du hast fast deinen eigenen Fisch gegessen. Was sollte das? Wie ehrenlos. Er snackt einfach das Essen von seinem Haustier weg. Das wäre wie, wenn ich jetzt plötzlich zu dem Napf von meiner Katze gehe und einfach das Katzenfutter vor ihren Augen wegsnacke. Das ist echt geisteskrank, also wirklich geisteskrank. Hey guys, what's up? It's Jay Carl here and back by popular demand. I have my remote control alligator prank. Ich glaube, es gibt nichts Ehrenloseres als das, was hier gleich abgehen wird. Dieser Typ hat sich nämlich so ein Fake-Krokodil geholt, was man mit Fernbedienung steuern kann. Und ich weiß jetzt schon, dass das gottlos ist. Also ich kann es nur für mich sprechen, ich habe ultra Schiss vor Krokodilen, weil man einfach gar nichts machen kann. Wenn du denen im Wasser begegnest, das war's, Bro. Wenn du Pech hast, die snacken dich einfach direkt weg und zerstückeln dich in tausende Teile unter Wasser. Yo! Behind you! Oh nein, die Arme. Wow. Wäre das ein echtes Krokodil gewesen, dann wär's das jetzt für sie. Die hat komplett reingekackt. Was hat sie da bitte versucht? Yo! There's a gator, man! There's a gator in the water! Tom! Yo! Tom! Oh. Yo! Go faster! Hey, come here! Faster, man, he's catching up on you! Yo, yo. What the fuck? Was zum Teufel, was? Ist er gerade wirklich mit dem Ellbogen draufgesprungen? Also man kann sagen, was man will. Das sah zwar lustig aus, aber der Typ ist der größte Ehrenmann. Sein Homie wird verfolgt von einem Krokodil und er springt mit so einem Goofy Wrestling-Ellbogen-Hit auf ihn. Was ein King. Also wäre das halt ein echtes Krokodil gewesen, so, dann hätte ich das Ding wahrscheinlich so in der Luft mit dem Maul aufgefangen und hätte ich danach pulverisiert. Aber trotzdem, der Versuch zählt ja. Bruder, das ist echt gottlos. Die Armen bekommen halt wirklich Todesangst. Also wirklich, wirklich Todesangst. Das ist eigentlich kein witziger Prank. Also ja, ist kein witziger Prank für die Leute da, aber ich glaube, für die Leute, die das gerade zersteuern, ist das übertriebener Lachkick. Und wie gottlos ist auch die Freundin von ihm. Die chillt so ganz entspannt weiter in ihren Reifen. So, ja, oh, schöner Tag, schöner Tag. Während ihr Typ gerade die Drecksarbeit machen muss. Ich sag euch ehrlich, dieses Ding ist Game Changer. Ich werde mir das auf jeden Fall bestellen und im nächsten Sommer ausprobieren. Okay, im nächsten Video hat sich ein Lügner versteckt. Und wir müssen gemeinsam herausfinden, wer es ist. Okay, Geld oder Liebe? Entscheidet euch. Ich würde mich natürlich für Liebe entscheiden. Wow, ich glaube, ich habe den Imposter direkt gefunden. Ladies and Gentlemen, we got him. Ja, sicherlich entscheidet sie sich für den Salat. Ja, ist klar. Ja, das war jetzt nicht wirklich sonderlich schwer, den Lügner zu entdecken. Ich gehab's, ich erzähl dir. Was der Teufel aus dir macht? Du bist noch mitten im Unterricht. Die anderen schreiben noch den Test. Und du stehst mitten im Raum am Handy. Der normalste Alltag auf einer Duisburger Hauptschule. Was muss sich die Lehrerin eigentlich denken dabei? Die Arme hat einfach 7 oder 8 Jahre studiert, nur um dann am Ende in so einer Klasse zu landen. Oder einfach während der Klassenarbeit, er macht TikTok auf cool. Ich geh's, ich erzähl dir. Wisst ihr, es gibt so 2 Arten von Hunden. Das hier ist die erste. Yo, ein absolutes Biest, eine Maschine, holy sch**, wie hoch springt der? Und dann gibt's halt noch die anderen. Come on. Come on. Get up. Oh nein, ich hab Mitleid mit der kleinen Wurst hier. Der Arme kommt nicht mal alleine auf die Couch, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass die beiden der gleichen Tierart angehören? Aber ich sag euch ehrlich, lieber hab ich so einen Hund als so einen Pitbull.
Ich hätte die ganze Zeit Paranoia, dass er mich plötzlich frisst, während ich am Pennen bin oder so. Ey, ich habe noch eine ultra wichtige Frage. Was schenke ich am besten meinen Eltern zu Weihnachten? Oh Gott, ich habe noch kein Geschenk und auch wirklich keine Ahnung, was ich schenken soll. Es soll was Cooles sein, okay? Vielleicht was Kreatives, Süßes, Liebes und nichts irgendwie, was random kommt und die gar nichts mit anfangen können. Deswegen bitte helft mir in den Kommentaren. Es sind noch 9 Tage bis Weihnachten. Bitte helft mir. Schreibt coole Ideen rein, aber bitte wirklich coole Ideen, okay? Bitte, bitte verarscht mich dieses eine Mal nicht. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, denn hier gibt es jeden Tag pünktlich um 14 Uhr neue Banger-Videos. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out!